diese Dinge sind zu klein. Denn das Größte, was wir können, ist Mensch zu sein. Und wir gehen den Weg von hier. Diese Idee gibt es schon jahrelang. Also ich fahre jedes Jahr, oder wir als Familie fahren jedes Jahr gemeinsam mit der Familie Simona, somit auch mit dem Matthias nach Griechenland in den Urlaub. Und bei dem einen oder anderen Uso, vielleicht zwischendurch einmal ein Mineralwasser, haben wir dann irgendwann im Herbst 2017 entschieden, wir machen das einfach in Neumarkt an der Ips. Wir haben die beste Location für ein Open Air. Und der Matthias hat gesagt, das gehört da her, ich möchte daheim spielen. Und ich habe gesagt, wenn du das willst, dann machen wir das. Und seit Dezember 2017, da haben wir unterschrieben und seitdem laufen die Vorbereitungen. Und die steigern sich jetzt natürlich, wir haben nur genau 8 Wochen Zeit. Und das heißt, bitte Leute, jetzt wird es Zeit, die Karten zu kaufen. Ja, das ist wirklich was Besonderes. Es war 1995, habe ich mit einer Musikschulband damals als Schüler am Badfest im Freizeitzentrum Neumarkt gespielt. Das war für mich damals eines der ersten Konzerte überhaupt. Und somit ist das natürlich jetzt umso lustiger, heuer nach so vielen Jahren dann mit der Christina dann in meinem Heimatort ein Heimspiel, ein Comeback zu haben. Das ist echt lustig. Freue mich schon sehr. Wir sind zum Mond geflogen, haben Pyramiden gebaut, haben nie die Neugier verloren und sind durch Meere getaucht. Wir haben Tränen vergossen, wir haben gelacht und geweint, wir haben Frieden geschlossen und uns wieder vereint. Ja, ich erwarte mir jetzt einmal noch nicht zu viel im Sinn von, ich glaube, dass das eben... Da werden so viele Leute da sein, die ich länger nicht gesehen habe oder die einfach natürlich auch kommen, weil ich da spiele und im Heimatort spiele. Und lass das einfach gemütlich auf mich zukommen. Es wird auf jeden Fall eine grandiose Feier, glaube ich. Das Ganze. Und wir gehen den Weg von hier. Ja, wir haben Vorbands und wir haben das Riesenglück, dass wir eine Kooperation haben mit dem Musikschulmanagement von Niederösterreich und wir haben 2 Gewinner, die die Ehre haben, vor der Christina Stürmer auftreten zu dürfen. Eine Gewinnerband, das sind ganz, ganz junge Burschen aus Steinerkirchen, also gar nicht weit weg von uns. Die All Fighters werden bei uns aufspielen ab 18.30 Uhr, ja, und dann anschließend spielt die Band Jolfin, die ist aus Lanzenkirchen, die hat ebenfalls gewonnen. Aber ein Highlight vor dem besonderen Highlight ist die Gruppe Amon aus St. Leonhard am Forst. Auf die freue ich mich ganz besonders. Die habe ich jetzt schon einige Jahre mitverfolgt und es ist eine tolle deutschsprachige Band, die wird das Publikum auch rocken. Die Karten gibt es übrigens bei uns im Sonnenschutzzentrum Mostviertel ermäßigt, so günstig wie nirgends anders. Natürlich kann man es auch bei Ö-Ticket kaufen, bei allen Raiffeisenbanken, bei allen Trafiken, ja. Aber im Sonnenschutzzentrum Mostviertel bekommt man die günstigsten Karten. Und wir haben einen super Slogan, der gilt auch für unsere Firma. Wir bringen Großartiges nach Hause. Nicht nur mit unseren Produkten, sondern in diesem Fall ganz speziell mit dem Open Air mit Christina Stürmer.